Und wie ist er so? Der ist irgendwie anders. Er ist extrem kultiviert. Habt ihr seine Arme gesehen? Er war vielleicht mal Boxer. Sein Aussehen. Er ist ein Bild von einem Mann. Das ist er. Hä? Der? Du hast mir nicht gesagt, dass er... Ja, dass er was? Groß ist. Ungewöhnlich groß. Sagen Sie, Knopf, Sie sind schon ein richtiger Arzt, oder? Der Doktortitel, der wird hier nämlich verlangt. Und die Urkunde müssen Sie aufhängen, sodass sie für die Patienten gut sichtbar ist. Ich bin ein richtiger Arzt. Sir Maurice, jetzt beginnt hier das Zeitalter der Medizin. Dr. Knopf bietet ab sofort eine Sondersprechstunde an, die vollkommen gratis ist. Was? Entschuldigen Sie bitte. Vorsicht, lass den Herrn Doktor mal durch. Wenn ich was esse, dann kribbelt die Haut. Ist es nun ein Jucken oder doch eher ein Kribbeln? Ein Kribbeln, ja. Gut, dann... Aber es juckt schon auch ein bisschen. Meine Aufgabe ist die Hinführung der Leute zur Medizin. Tragen Sie sie täglich vor dem Zubettgehen großzügig aufs Gesicht auf. Danach ein Glas Wasser. Das verteile ich auch im Gesicht? Nein. Das müssen Sie trinken. Herr Postbote! Guten Abend. Wer ist das? Die liebe kleine Adele. Gibt's ein Problem, liebe Madame Mosquée? Nein, sagen Sie bitte, Elisabeth. Die Sprechstunde ist bereits vorbei. Das ist ein Notfall. Ich verstehe. Herr Doktor, wie finden Sie meine Brüste? Und was hat er noch so Besonderes? Er war nur professionell. Wie ist möglich, dass Sie eifersüchtig sind? Was, meine Liebe, wie können Sie so albern sein? Mit Ihnen zu tanzen finde ich schön. Fordern Sie mich auf? Mein Name ist Dr. Knock. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Bravo. Bravo. Eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen zu eindrucksvoll. Oh nein. Was haben Sie für Beschwerden, Madame? Überhaupt keine. Ich bin nur gekommen, weil es gratis ist.